wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem Vlog hier auf meinem Kanal. Freunde, heute ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne strahlt und ich bin motiviert, wie immer, in den Tag zu starten. Erstmal wird gleich ein bisschen gesportet. Viel Spaß beim Video. Ach ja, Abo nicht vergessen. Hey Leute, wenn ihr wissen wollt, womit ich dusche, das neue Duschgel von Wild, könnt ihr unten in der Beschreibung übrigens auch abchecken. 20% mit dem Rabattcode WILDNICO20. Ich gehe mal weiter duschen. Leute, wir sind heute mal wieder im Greenhill Bikepark, denn heute ist wieder ein Rennen. King of Groomer, das Rennen Nummer 3. Heute dabei, auch der Tarn. Ja, ey, ich habe auf jeden Fall für heute erstmal ein neues Blech hier, falls es spontanerweise mal wieder regnen sollte. Ja, der Tarn hat auch ein paar technische Probleme gerade gehabt. Er hat sich seine Kralle rausgehauen sozusagen. Naja. Tiefe ist geil. Knall die Scheiße wieder rein. Dann können wir endlich Fahrrad fahren gehen. Auf die Kamera, let's go. Ich nehme euch mal ganz kurz so mit. Die Nummer 11, wie immer. Jeder behält hier seine Nummer. Wenn jemand Neues dazukommt, dann kriegt er halt eine neue Nummer. Dann machen wir das mal fest. Clemens auch wieder hier am Start. Direkt frisch aus Whistler. Leute, was geht ab? Ist mal langsam fertig, Alter. Wie fühlst du dich bei dem Rennen? Aufgeregt wie eine Elfe. Ja, ich hab ein Schutzblech. Aha. Super. Digga, hat's hier geregnet? Was ist das denn, ey? Ey, schon Seeding Run? Felix hat gesagt Seeding Run. Wie geht's dir, Brudi? Das mal ausprobiert eben. Ist das komplett nur? Ja, ich wollte eigentlich Timeshift mit dran machen, aber weil die hier so viel arbeiten und so. Nico hat, glaube ich, noch Musik, oder? Loslegen. Heute geht aber flott, ne? Ja. Geil. Da fehlen aber auch 5. Ne, ich meine generell so auch vom Start. Ja, die Strecke ist ja schnell. Ja, das stimmt. Und wir haben die aber die Abstände auch verkürzt. Ja. Bei 5 Minuten war zu lang. Ja. Nee, so kommt man ganz gut raus, hat ein bisschen Spielraum. Ja. So, ich würde. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann zähle ich jetzt von 5 runter. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, ein bisschen flotter hier heute. Oh, ein bisschen zu weit auch. Boah, und mit Treten sogar. Hui. Ja, man muss ein bisschen gediegener heute fahren. Ja, hier ein bisschen wieder abkühlen. Einfach weiter treten in die Luft. Nicht zu weit. Schön wegpushen alles. Also irgendwie habe ich das Gefühl, vorhin war ich ein bisschen schneller. Puh.
Boah, oh, das schön. Boah, der war flott. Aber ich muss sagen, vorhin war ich schneller. 100%. So, Freunde, das war's mit dem Rennen heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier so rumeiern, ein paar Strecken so noch fahren, ein paar vielleicht neue Gaps oder so mal ausprobieren. Der Clemens, der hat mir gerade ein richtig, richtig geiles Gap gesagt. Also da müssen wir ganz kurz warten, bis sie diese Magnetfelder abgebaut haben. Und dann werden wir mal so ein bisschen abchecken, was man hier irgendwie so cooles als Gap machen könnte. Weil ich glaube, so viele Greenhill Bikepark-Videos, wie ich schon gemacht habe hier, das reicht auch langsam, ne? Wir brauchen mal irgendwas Frisches. Jetzt muss mal hier wieder frischer Wind wehen, Leute. Dann gucken wir mal, was so geht. So, Leute, das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, ich habe die goldene Fox 40 nicht komplett vorgestellt oder irgendwie einen Fahrtest oder sonst irgendwas damit gemacht. Wir haben ein richtig geiles Reel aber geschnitten bei Instagram, also könnt ihr auch gerne mal meinen Instagram-Kanal abchecken. Ich kann euch auf jeden Fall so viel sagen. Die goldene Fox 40 oder generell die Fox 40 vom Jahr 2025, die ist ultra heftig, die hat 28 Chins jetzt statt 7. Was Chins ist, werde ich in einem anderen Video versuchen zu erklären. Ich muss mich da selber noch einlesen, um ehrlich zu sein. Ihr habt danach noch das King of Groomer bekommen. Das Ding ist, ich habe halt nicht so heftig viel Bock, noch ein Greenhill Bikepark Video zu machen, weil ich habe einfach so viele Greenhill Bikepark Videos gemacht und ich glaube, irgendwie auch für mich wird das irgendwie ein bisschen langweilig, wenn ich euch jedes Mal irgendwie das gleiche zeige. Wenn wir nochmal dieses Jahr ein Greenhill Bikepark Video raushauen sollten, außer das Jugendcamp, wo ich mich gerade befinde, wird es auf jeden Fall ein Challenge-Vlog sein. Also ich werde mit 3-4 Jungs, hoffe ich, wenn die Bock haben, ein paar Challenges raussuchen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt, was wir hier im Greenhill Bikepark vielleicht als Challenge machen sollten, könnten, wie auch immer. Oder mit welchen Leuten ich das machen sollte oder könnte, dann wird noch ein Greenhill Bikepark Video kommen. Ich werde ab nächste Woche für 2 Wochen in Griechenland sein, werde euch aber auch dorthin mitnehmen und werde natürlich für euch mitvloggen. Es wird kein Fahrradfahren geben. Ich bin komplett alone in Greece. Wenn ihr auf das Video Bock habt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Video trotzdem gefallen hat. Auch die in der Kürze liegt die Würze. Gerne Abo da lassen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. Bis dahin, euer Naki Dai. Tschüss.